Willkommen zurück bei Tomb Raider, liebe Freunde, wo wir heute mal über diese Brücke hier gehen, die wir ja letztes Mal ausgeschlagen haben und gucken mal, ob wir weiter in Richtung der Endurance kommen. Kann ja nicht mehr so weit sein, aber wir kommen ja immer mehr von Höchstchen auf Stöckchen, weil es hier ja im Moment wieder sehr weitläufig ist und ich muss doch da jetzt nicht dran springen. Das ist doch nicht euer bekackter Ernst, oder? Oh Gott, oh Gott. Ja, super. Wie soll das denn gehen? Ja, genau. Als ob das jemand schafft. Also der kriegt von mir einen Oscar, wenn er das schafft. So, und hier habe ich wieder so einen Pömpel. Da kann ich mir ein Seil dran bauen. Das mache ich doch mal. Ich glaube, da drüben ist schön. Hä, du sollst es... Ach so, das kann ich... nicht. Na ja, gut, dann kann ich es aber da wahrscheinlich festmachen. So, dann mach's da mal fest. Naja, geht doch. Nein! Oh, ich drück schon wieder den falschen Knopf. Ja, wer sich fragt, warum? Auf dem PlayStation-Controller ist oben Dreieck grün. Und ich drück hier oben Dreieck, aber das ist nicht oben Dreieck, sondern gelb Y. Und deswegen drücke ich immer die falschen Tasten. Bin schon völlig auf die Farben konditioniert. Oh Mann. So, aber irgendwie habe ich es ja doch nochmal hingekriegt. Ja gut, das Ding kriege ich schon wieder nicht auf. Da brauche ich einen Brechstamm, Kloppeisen, ich weiß nicht. Oder irgendwelche Powerdrinks, Gatorade. So, was haben wir denn hier oben? Da haben wir Bergungsgut. Oh ja, das will ich haben. Immer wenn ich zu weit wegstehe, mache ich die Fackel an. Ach, geh doch weg, ey. So, ja, wir brauchen ja noch 500 für unseren Schalldämpfer für das Gewehr. Wir haben ja letztes Mal nämlich so ein Zielfernrohr gekriegt. Moment. Da kann ich jetzt zielen. Na gut, aber das ist ja jetzt nicht so viel. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ein wenig mehr macht. Naja, schade. Aber immerhin haben wir jetzt ein Zielfernrohr. Schade ja nur auch nicht. Gucken wir doch mal hier in diesen Tunnel rein. Bunker an der Klippe. Aha. Naja, gut. Dann gucken wir mal, was uns hier in diesem Bunker erwartet. Bunker der Freude. Mein Gott, ist das ein langer Gang. Wenn ich hierfür durch bin, hat Lara einen Rückenschaden. So, wo sind wir denn hier? Ich weiß es nicht. Aha, Bunkerausblick. Sie schlachten sie aus. So, da gibt es noch Loot und Zeug und alles Mögliche. Und zum Speichern... Weil der speichert, glaube ich, auch jetzt immer in diesen Lagerpunkten. Das haben sie nachgepatcht. Setze ich mich da auch mal dran. So. Ah, so kann ich auch zoomen. Ist ja praktisch. Hat mir mal das jemand gesagt. Ja, ich glaube, ich muss mal darüber. So eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Machen wir mal. Machen wir fest. Bums. So, jetzt kann ich mich darüber hangeln. Gut, und dann komme ich hier... Ach ne, da oben komme ich nicht hin. Da ist nämlich Maschendrahtzaun. Muss ich hier rüber? Ach du Scheiße. Und jetzt einmal nach oben. Ich glaube, nach unten ist nicht der viable Weg. Wir müssen hier oben weiter rum. Ja, dann kann ich darüber springen. Muss mich mal festhalten. Ach so, jetzt... Ach ne, ich komme da rechts weiter, sehe ich gerade. Mach mal, Lara, spring mal. Genau, so. In bester Nathan Drake-Manier. Bin ja mal gespannt, wann überhaupt von Naughty Dog wieder mal ein Uncharted rauskommt. Wobei, jetzt kommt ja, glaube ich, die Last of Us. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was ich dann übrigens auch Let's Playen werde, wenn es denn rauskommt. Es kommt ja irgendwann Mitte des Jahres, ne? Also das war definitiv ein Rohrkrepierer. Ich hoffe, das wird Last of Us nicht. Was ist das denn da? Ach, das kann ich wieder anzünden. Das ist hier wieder so ein Collectible in dem Gebiet. Dann ist das auch weg. Ach, das kriege ich wieder nicht aufgestemmt. Bin ich wieder zu schwach für. Eins von vier Flaggen voran. Achso, hier kann ich noch Bergungsgut mitnehmen. Und dann muss ich hier wahrscheinlich durch, weil einen anderen Weg sehe ich auch gerade nicht. Gucken wir doch mal, wo uns der jetzt schon wieder hinführt. Ach du Scheiße. Ah. Leute. Oh, hier kann ich aber nicht schießen. Wie viele Generatoren sind das? Und dafür brauchen sie die. Das spielt keine Rolle. Wir führen Befehle, wir befehlen.
Dann mal mit einem lautlosen Kill. So, da sind noch zwei, ein Bauarbeiter und ein anderer Fuzel. Ah, und die schlachten hier das Boot aus. Ach, da oben sind auch noch Leute, oder? Ich glaube, der Schweiß da, den kann ich einfach mal mit dem Kopfschuss eliminieren. Der ist weg. Da oben steht auch noch einer. Sehe ich da so auf der Entfernung. Kopfschussindikator bitte. Das ist natürlich super mit dem Perk. Dass der echt so gut funktioniert, dass man das jetzt sehen kann. Dann kann ich die ja alle schön wegsnipern. Achso, da sind nochmal drei. Zwei rechts, einer links. Ach, da sind vier. Moment, ich mach mal ganz kurz mal die brachiale Explo. Jetzt. Oh. Ja, ich glaube, das waren vier auf einen Streich. Aber da sind immer noch mehr. Ach, von überall. Ja, Mensch. Nicht so schön. Au. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz bitte hier aus der Deckung in die nächste Deckung. So, Kopfschuss. Ahoi. Ja, du gehst mir dann nicht auf den Keks. Oder doch, du gehst mir auf den Keks. Aber nein, daneben geschossen. So, aber jetzt habe ich dich mal... Achso. Großartig. Die wollte eigentlich ausweichen und machen noch einen Kopfschuss. Das war gut. So, noch ein Kopfschuss. Ah, da sind noch mehr. Captain Bauarbeitermann. Ach, den habe ich nicht getroffen. Ah, weil er sich bewegt hat und einen Helm trägt. Alter, trag doch keinen Helm, wenn ich einen Kopfschuss machen will. Du bist aber fies. Achso, der da schießt jetzt auf mich. Ich hab's gewusst. Au, 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 au. Hör auf. Ui, 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 ui. Das war ein Halsschuss, kein Kopfschuss, aber das war ein Kopfschuss. Und da hinten... Ach, gib weg. Nein, ich muss ausweichen, sonst fliege ich hier wieder in die Luft. So. Bleib doch mal still. So, oder halt doch mal still. Oder wie auch immer. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. So, das war jetzt aber ganz schön viele. Ach so, da kommt Captain Panzermann. Der Moped-Mann. Ja, komm her. Ach so, nein, stopp. Brauche ich doch. Oder kann ich dich einfach im Nahkampf kaputt machen? Ja. Ich kann Captain Moped-Mann... Au, 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 au. Einfach im Nahkampf kaputt machen, glaube ich. Ja. Nochmal ein Pfeil. So. Captain Moped-Mann. Aus die Maus. Exekutionskill-Experte. Ist sowas wie Multi-Overkill. Oder so. Ich weiß es nicht. Klang auf jeden Fall lustig. Jetzt möchte ich bitte mal die Leichen looten, bevor die hier wieder alle verschwinden. So. Mehr Leichen. Noch mehr Leichen. Oh, da ist auch noch eine Leiche. Ja, haben wir ja gut rumgewütet. Und gibt ganz viel Munition und Bergungsgut und kann man ja alles immer gebrauchen. Oh, da blinkt was. Hä? Da blinkt was. Mitnehmen. Geocache. Sage ich ja nicht nein. Großartig. Oh, da hinten gibt es sogar noch Munition, sehe ich gerade. Kann ich die noch mitnehmen? Tatsächlich. Aber jetzt bin ich wieder voll. Das heißt, da bin ich im Soll. Und was sich reimt, ist gut. Das weiß doch schon Meister Eder und sein Pumuckel. So, Blumen nehme ich auch mit. Ich weiß zwar nicht wofür. Habe ich ja schon öfters gesagt, da habe ich so den Sinn noch nicht drin erkannt, aber... Naja. Wenn die da so rumstehen und freundlich blühen, nehmen wir die mit. So, oh, Granaten. Granaten, ja. Ach, wahrscheinlich für mein Granatwerfer-Gewehrding. Ich weiß es nicht. Habe ich ja noch nie benutzt. Könnte ich... Ach nein, ich habe ja auch... Hä? Hatte ich einen Granatwerfer? Der war, glaube ich, an dieses Gewehr gebaut, ne? Irgendwie war das ja so ein Multifunktionsgewehr. So, was haben wir denn da drüben noch? Da haben wir noch mehr Zeug. Das kann ich aber alles nicht mehr mitnehmen. Mein Gott, ist ja hier die reinste Waffenhölle. Dann lesen wir doch mal das Buch. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden.
Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Ja, einfach mal das Wetter unter Kontrolle bringen. Das scheint ja nicht so wirklich hier geklappt zu haben, Freunde. Ich muss, glaube ich, nach oben. Okay, also hier weiter lang. Aha, Lara bewaffnet sich schon. Ja, ist klar. Ja, geh doch mal weg, bitte, bitte, bitte. Also hier nicht hier mich in die Luft sprengen wollen, da ist ja mal ganz finster. Also den Plan kann ich nicht gutheißen. Ich würde gerne mal gucken, die Ecke gucken. Ah, jetzt duckt er sich. Ja, mach mal erstmal das Licht aus, das stört mich. Da kann ich nicht denken. Captain Mopedman ist weg. So, und jetzt haben wir da oben noch einen. Und ich habe einen Fähigkeitspunkt gekriegt. Uiuiui. Das finde ich ja gut. Der ist auch tot. Ach, da ist noch einer. Den haben wir ja gar nicht gesehen. Was ist das denn? Captain Hellebarde? Ey, die tragen alle Helme. Ja, ja, ja. So. Ach, da ist noch einer. Scheint ja oben... Ach, der hat auch einen Bogen. Aber ich treffe wenigstens. Nicht so wie du. Ey, da schießt noch einer. Wo schießt der denn her? Ach, von da. Wo kommt der denn? Ja, hallo. Glaub. Jetzt treffe ich nicht. So, jetzt treffe ich. Geh weg. Kommt der einfach von hinten? Wie fies. Finde ich nicht mit einverstanden. So. Ah, wir nähern uns unserem Schalldämpfer. Da brauchten wir ja 500 von diesen Bergungsdingsies. Von wo denn? Von links, von rechts? Ich weiß es nicht. Ah, rechts ist schon mal safe. Das ist gut. Da haben wir ja schon mal ein Rückzugsgebiet. Und ganz viel buntes Bergungsgut. Sage ich auch nicht nein. Davon. Gut, wo muss ich hier? Ah, da auf der anderen Seite. Sehe ich ihn doch schon. So, erstmal den Helm abschießen. Ah, jetzt flüchtet er natürlich, Bastard. So. Achso, jetzt muss ich mal ganz kurz bitte weg. Sonst fliege ich hier mit in die Luft. Das ist nicht so schön. Wo ist er denn hin? Der war doch hier hinter. Den habe ich doch gesehen. Ach da. Na, hörst du bitte auf? Ja, du wirst beschossen, du hast angefangen. Ich wehr mich doch nur. So, was haben wir hier noch? Das ist natürlich blöd, dass ich hier von rechts keine Deckung habe. Ich weiß natürlich nicht, ob da noch irgendwo Typen gescriptet sind. Ach, da kommen sie. Der schießt mir einfach die Wand weg. Oh, 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 da oben ist auch noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. So, mal gucken, ob ich den nicht mal einfach irgendwie auch mal erstmal den Helm wegschießen kann und dann mal bitte den Kopf dazu. So. Manometer. So, wer schießt denn hier noch auf mich? Jetzt ist die Frage, kommt der eigentlich von hinten? Ja, der kommt von hinten. Alter! Geh mal bitte weg. So. Mann, Mann, Mann. Habe ich mir doch schon fast gedacht, dass der von hinten kommt. Nachdem der da runtergefallen ist. Ach so, da ist noch einer. So, dann hau ich dich mal bitte im Nahkampf platt. Alter, warum kann ich dich nicht platt hauen? Dann hau ich dir erstmal einen Pfeil ins Bein. Der ist ein bisschen hartnäckig. Oh, jetzt habe ich den Exekutionsmove. Der hat einen Katana oder so. Will ich auch haben. Geh weg. Ist ja wie bei Metal Gear Rising. So, jetzt aber. Brauch kein Katana. Axt-Exekutionskiller. Ja. So wird doch ein Schuh draus. Ach, komme ich da hoch? Komme ich da runter? Ich glaube, da komme ich nur hoch. Geplündert habe ich den Burschen. Gut. Was ein Stress. Springen wir mal hier rüber. Und hier haben wir nochmal wahrscheinlich ein... Ah, ein Waffenlager. Drei Teile Schrotflinte. Na Mensch. Ach so. Da oben sind die Burschen. Ah, ja, 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 da sage ich es noch. Und da schießen sie schon auf mich. Als ob ich es geahnt hätte. Ach so, da drüben. Hä? Ach nein, da oben. Habe ich dich jetzt getroffen? Ich weiß es nicht. Ich schieße hier nur nach diesem roten Indikator. Anscheinend.
Hab jetzt auch leider nicht gesehen, ob ich dafür XP bekommen habe. Aber Lara ist nicht mehr in Deckung, packt den Bogen weg. Gute Zeichen sozusagen. Ja, wir haben eine kurze Ruhepause und ich sag, die nutzen wir und machen mal einen kurzen Cut und machen hier gleich in der nächsten Folge weiter. Und wie immer an dieser Stelle, bis dahin.